Gut, was haben wir denn hier? Feuer? Da lodert ein schönes Feuerchen. Mm. Erinnert mich an Papa und mein Buch. Ja, das lodert da immer noch. Gemeinheit. Ja, und deswegen sind wir ja auch hier. Also, Ausstellungsraum. Was ist hier oben? Eine riesige Statue. Es ist eine gewaltige Statue von einer Hand, die eine Krakenvorderkarte hält. Ich kenne nur Cannonvorder. Besser nicht. Besser nicht, okay. Und ich wüsste auch gar nicht, wieso. Mal gucken, was da die Leute mitbringen. Okay. So, dann gehen wir mal hier in den Ausstellungsraum. Hey, stopp! Eintritt nur für Hotelgäste. Aber ich bin doch ein Hotelgast. Ach ja? Name? Ich bin Fleur Laverne McMorris, genau. Die war da gewesen. Ophelia Thompson, die sagt mir auch was. Laverne McMorris. Zimmernummer? Peak 36. Raum Peak 36. Wusste ich's doch. Die Raumnummer stimmt nicht mit dem Namen überein. Wie ich schon sagte. Eintritt nur für Hotel. Oh, sie ist anstrengend für die Ohren. Ich muss noch mal gucken. Da oben sind die. Wie hieß sie? Laverne. Day of the Tentacle. Laverne stand hier drüben. Laverne, habe ich doch extra gesagt, das ist ein sehr interessanter Name. Laverne McMorris, Herz 10. Jetzt mal ungelogen. Ich bin doch vorhin durchgelaufen, wo wir die Kickstarter-Namen durchgegangen sind. Ich sage, Laverne McMorris, das ist ein cooler Name, wenn der echt ist. Laverne 10. So, jetzt nochmal. Halt, nee, nochmal. Hier. Ich will nochmal durch. Hey, stopp! Eintritt nur für... Jetzt nicht. Ich bin doch. Aber ich bin doch ein Hotelgast. Ach ja? Name? Laverne McMorris. Laverne McMorris. Zimmernummer? Herz 10. Raum Herz 10. Ich guck gleich. Soweit alles in Ordnung. Dreistellige Prüfziffer? Bitte was? Eine Prüfziffer. Ernsthaft? Na? Neun? Sechs? Eins. Wusste ich's doch. Die Prüfziffer stimmt nicht überein. Wie ich schon... Okay, Seite 8. Ich guck mal. Prüfziffer. Nostalgiker. Achso, 8 ist ja hier drüben. Na, Grant. Das ist Ron Gilbert. Oder? Grumpy Fox ist doch Ron Gilbert. Twitter. Oder wen meinst du, Wolli? Da habe ich ja gesagt, das bin nicht ich, aber Ron Gilbert hat auf Twitter den Twitter-Nick Grumpy Fox. 84. Schriekling. Der sagt mir gar nichts. Aber das hier, Grumpy Fox, ist. Nun gut, wie kriegen wir denn. Ist das die Prüfziffer hier? Nee. Das sind Würfel. Vielleicht muss ich einen anderen Namen nehmen? Wie kriege ich denn jetzt die Prüfziffer raus? Wurstfingersalat, ja. Warte mal kurz. Hey! Aber ach, na!
Madison, Nora Bell, vielleicht ist es... Ach so, aus der Bubble, okay. Ophelia Thompson. Zimmernummer? Raum Karo 69. Wusste ich die... Okay. Wie kriegen wir denn die Kannst du was dazu sagen? Ich will dazu... Okay, dann will er zuhören. Sie vielleicht? Huchala, wahrscheinlich nicht. Jetzt Lust auf eine Runde Krakenfutter? Mit Einsatz? Natürlich. Nein, wirklich nicht. Zu riskant. Ich komme später nochmal wieder. Alles klar. Wie können wir denn die Prüfziffer generieren? Aber wir gucken uns erstmal hier auf der Insel weiter um. Vielleicht finden wir ja noch was Schönes. Was ist denn hier? Was ist das? Oh, das ist der Friedhof. Grabsteine. Moment mal. Point-and-Click-Adventure sind tot? Was? Echt jetzt? Wann ist das passiert? Warte mal. Hier steht, wenn das Leben dir Zitronen gibt. Oh Gott. Hier liegt der berühmte Limonadenhersteller und unverbesserliche Optimist Benny Bad Breath von Zitronenbaum erschlagen. Hey, da wächst sogar ein kleiner Zitronenbaum aus dem Grab. Stimmt. Hallo, das ist... Warte mal. Du bringst mich da auf eine Idee. Und in ihren Klamotten ist ihre Prüfsumme drin. Placida Dominga. Finger weg! Ah, danke. Was wolltest du sagen? Bist du Gast hier im Hotel? Darauf kannst du wetten, damit ich einen möglichst kurzen Weg zum Strand habe. Darf ich deine Zimmernummer erfahren? Natürlich. Cool, danke. Soll ich sie dir zusammen mit dem Code für den Zimmersafe notieren und dir eine Tragetasche mitgeben? Okay. Deine Haut hat mich so geblendet, dass ich die Ironie nicht hab kommen sehen. Schon mal was vom Schatz der ewigen Erinnerung gehört? Für so einen Quatsch interessiere ich mich nicht. Quatsch. Schon mal was von der versunkenen Galerie Atilantis gehört? Das ist eine dieser Sehenswürdigkeiten von McInerney Palms, richtig? Dafür habe ich keine Zeit. Ach so, Sonne, ich bleibe hier in der Sonne liegen, bis ich braun genug bin. Oh, vergiss es. Placido Dominga. Wie kriegen wir... Wir müssen die Sachen hier angeln. Dazu müssen wir aber... Warte mal, vielleicht erfahren wir... warte mal. Vielleicht können wir die Dame fragen, wer die blasse Dame da draußen ist. Nochmal wegen der Ausstellung. Warum darf ich nicht rein? Die ausstellungsexklusive Hotelgäste. Und wir sind restlos ausgebucht. Okay. Ich bin dann mal wieder weg. Besuchen Sie uns. Ah. Ich glaube, die muss so sein. Du, Sam? Spiel das Lied doch noch. Halt die Klappe. Okay. Ach ja, wir haben eine Zitrone bekommen. Eine saftige Zitrone vom Grab des Limonadenherstellers und unverbesserlichen Optimisten Benny Bad Breath. Benny schlecht Atem. Mal gucken. Nee, können wir leider nicht. Wir bräuchten irgendwas wie Öl. Vielleicht finden wir ja noch Öl. Weißt du, wenn sie braun gebrannt ist, geht sie vielleicht. Irgendwohin. Achso, warte mal. Halt, da lang. Oh, jetzt wird's der pompöse Grabstein. Stimmt. Jetzt, wo du es sagst. Für den Risky on the Docks, für diese Risikobereitschaft. Bist du von Drink mit Brause breit, bist du risikobereit. Tequila, Brausepulver, Zitrone. Mensch, sehr gut. Hier liegt Star-Pianist Antonio Leiterendi. Wow,
Beeindruckender Grabstein. Wer liegt hier? Ein altes, heruntergekommenes Holzkreuz. Der Name darauf ist schon gar nicht mehr zu lesen. Wahrscheinlich jemand anderes. Wow. Hier kann ich nichts... Oh, doch. Das da hinten muss der nautische Nebel sein, von dem Avery gesprochen hat. Wir brauchen dieses Irrlicht, um da drinnen nicht die Orientierung zu verlieren. Hier liegt Magenbritta, begraben mit dem, was ihr am liebsten war. Magenbritta? Oder? Wir brauchen eine Schaufel. Da lang. Tequila, Brausepulver, Zitrone. Tequila, Brause, Neubrause, Zitrone, ne? Hat man gesagt. Da ist er. Ich fange an, diese Blechkiste lieb zu gewinnen. Und ich erst. Okay, wir haben schon mal einen Drink mehr. Ich speichere mal nur sicherheitshalber, ne? Falls irgendwas passiert. So, dann gucken wir mal jetzt hier nach rechts. Was ist da? Da ist nichts. Halt! Was ist das hier? Besuchen Sie jetzt die große Teddy McAnally Ausstellung im McAnally Hotel. Okay. Ein Fass, randvoll mit pechschwarzer Tinte. Da sollte mir besser nichts Wichtiges reinfallen. Okay, da weiß ich schon. Oder auch nicht. Es gibt hier ein Buch dazu. Zwingt eine schwarze Färbung auf. Alle besonders... Da müssen wir was einfärben dann wahrscheinlich. Da müssen wir wahrscheinlich was einfärben. Können wir damit vielleicht... was insofern einfärben, damit wir sie einschmieren können damit? Dass sie braun gebrannt ist? Da dreht sie sich vielleicht um. Das ist der große McAnally Buchverlag. Mhm. Publisher. Nee. Doch, Publisher steht da. Hier ist ein Bedienpanel, um den Parabolspiegel des Leuchtturms zu drehen. Hm. Wenn die Tür offen steht, heißt das, man darf reingehen und alles anfassen, richtig? Ja. Der Hebel lässt sich nicht bewegen. Da steht, man muss erst diese Schraube lösen, um den Spiegel zu verstellen. Aber die sitzt ganz schön fest. Das sollte helfen, die Schraube zu lösen. Perfekt! Aber mit der bloßen Hand kann ich die Schraube trotzdem nicht lösen. Eine Zange würde helfen. Eine Zange haben wir nicht. Du musst mal gucken, Buchsymbol auf dem Fass. Warte mal, weiß ich jetzt nicht. Nee. Ach, da. Könnte, möglicherweise, aber ich habe nichts, was dem entspricht. Warte mal, hier geht's schräg runter. Ach, hier können wir angeln, guck mal. Oh, wahrscheinlich ist es... Kleinen grünen Fisch gefangen, okay. Thank you.
Wahrscheinlich muss ich immer den größeren und nächstgrößeren. Klischeehaften Stiefel. Okay. Ist da noch was dran? Habe ich ja gar nicht. Hat sie weggeworfen. Och nö. Und ich muss wieder von vorne anfangen. Ach, wir müssen uns ausprobieren. Farbe und Köder. Das ist ja nicht so kompliziert. Also blau hat nicht funktioniert. Wir nehmen mal rot und nehmen jetzt ihn. Merken wir uns die Reihenfolge, ne? Grün und Wurm, rot und... Jawoll! So. Oh. Muss ich alle fangen, oder? Och, nö. Das ist schon wieder Schuhe. Macht Spaß. Aber vielleicht würde es helfen, wenn ich wüsste, wonach ich überhaupt suche. Weiß ich doch auch nicht. Aber muss ich vielleicht Dings fragen hier? Aber ich mach mal grün auf grün. Nee. Also es gibt schon eine Reihenfolge. Okay. Zurück. Vielleicht müssen wir den Meisterangler fragen. Ingo! Vergiss es. Okay, den Kerl spreche ich nie wieder an. Okay, Ingo sprechen wir nicht mehr an. Ups. Halt, so. Schon den brandneuen McAnally-Cocktail probiert? Davon steht hier nichts im Reiseführer. Deswegen heißt er ja auch der brandneue McAnally-Cocktail. Oh, wow. Lass mich mal probieren. Okay. Na, jetzt Lust auf ein Spielchen? Oh, das klingt aufregend. Was ist der Einsatz? Diese einzigartige Briefmarke? Ich sammle keine Briefmarken mehr. Oh. Viel zu langweilig. Diese wunderbaren Angelköder? Die habe ich selbst. Die bekommt doch jeder hier bei der Ankunft auf McAnally Palms. Oh. Ich überlege mir noch was. Bin gleich zurück. Ich warte hier. Kann's kaum erwarten. Okay, wir brauchen was Besonderes. Apropos besonders. Okay, siehst du. Ich bin dann mal wieder weg. Besuchen Sie uns! Oh, bitte nicht. So, ja, was machen wir denn jetzt? Mit wem reden wir denn? Oder muss ich jetzt hier weiterreisen? Ich weiß gar nicht, ob ich auf der Insel bleiben muss, darf, soll. Du übrigens. Ich gehe dann mal weitermachen. In Ordnung. Segel setzen, Malte. Was? Welche Treppen? Nee, kann ich nicht. Sie geht nicht ins Hotelzimmer. Segel setzen, Malte. Warte mal, wir gucken mal. Wir sind jetzt gerade hier auf der Insel. Wir gucken uns mal die an. Wir können auch so... Da steht, herzlich willkommen in Atilantis. Bitte Ticket hier entwerten. Mist, ich brauche ein Ticket. Okay. Segelt. So, was haben wir denn hier? Diese blöden Pilze sind einfach abgehauen. Hier kann man auch angeln, guck mal. Was ist das hier? Auf dem Schild steht in sehr, sehr kleiner Schrift, bitte nicht zu nah herantreten. Warum nicht? Diese Leuchtpilze sind sehr scheu und ziehen sich sofort zurück, sobald sie sich bedrängt fühlen. Jeder dieser seltenen Pilze ist unterirdisch mit einem entsprechenden Zufluchtsort verbunden. Interessant.
Aha. Okay, jetzt ist sie weg. Gut, das, der kommt auch so schnell nicht wieder. Dazu muss ich wahrscheinlich neu reisen. Was haben wir denn hier? Auf dem Schild steht in sehr, sehr kleiner Schrift: Bitte nicht zu nah herantreten. Hatten wir doch schon. Diese Leuchtpilze sind sehr scheu und ziehen sich sofort zurück, sobald sie sich bedrängt fühlen. Jeder dieser seltenen Pilze ist unterirdisch mit einem entsprechenden Zufluchtsort verbunden. Interessant. Wir können hier angeln. Warte mal, was ist denn, wenn wir hier... Oh Gott, müssen wir hier... Ich nehme mal die rote. Flaschenpost? Ist nicht relevant für die Story oder Rätsel des Spiels und wurde von einem Crowdfunding-Unterstützer verfasst. Okay. Materialien werden knapp. Unser Segelschiff ist gesunken. Wir sind zu 8 auf einer Insel gestrandet. Bitte schickt mir Spiele. Wir haben alles durchgespielt. Langsam wird die Stimmung angespannt. Die Gruppe um Purpur fängt an, übers Meutern zu reden. Der Bär. Cool, das sind auch... Das sind auch Kickstarter. Das ist aber eine versteckte Info denn, ja? Okay, den grünen Fisch fangen wir trotzdem noch. Ist es egal, wo wir angeln? Nee, das ist diesmal mit der blauen Leine. Okay, wir brauchen da irgendeinen Hinweis, ne? Macht Spaß. Ja. Aber vielleicht würde es helfen, wenn ich wüsste, wonach ich überhaupt suche. Fische. Okay, ist nur eine kleine Insel, das kriegen wir hin. So. Wenn wir vielleicht... Vielleicht habe ich ja was falsch verstanden. Aber ich glaube, wir brauchen erst ein Irrlicht, bevor wir in den Nautischen Nebel segeln können. Ich will ja davor segeln. Ich will ja davor segeln, nicht rein. Wenn ich davor... Okay. So, jetzt gehen mir die Ideen gerade aus. Angeln auch auf offenem Meer erlaubt. Ach so. Warte mal. Du hast wohl die Orient an diesem Ort. Ja, wir sind hier bereits. Warte mal. So, angeln. Toll. Bang, bang, bang. Okay, den kriegen wir immer, den Fisch. So, und danach kommt nur der Grüne in Frage, ne? Oder? Genau. Das ist genauso wie auf der anderen Insel. Das ist jetzt an Platz 3. Nee, doch. Ach, der andere ist ja weg. So. Jetzt nehmen wir mal wieder blau, ne? Dann nehmen wir rot. Also nochmal. Blau. Okay. Dann... Grün. Und jetzt immer rot. Jawohl, dicker gelber Fisch. Blau. Ach Mist. Was hat man gehabt? Ich hab's schon wieder vergessen.
blau. Kann man das irgendwie beschleunigen? Nein. So. Dann grün. Dann war rot. Dann hatten wir blau, war falsch, ne? Wahrscheinlich dann grün oder rot. Ich würde sagen, rot wird bleiben. Also ich nehme jetzt rot und ist verkehrt. Aber es ist egal. Dann haben wir es abgeklärt. Also nochmal. Jetzt wissen wir es aber ganz genau. Ne, blau. Grün, rot, grün. Ja. So. So, und jetzt Feuer frei. Na, Blütanne. Also, es ist echt so. Keine Säge. Ahnung. Säge setzen. Ja, was machen wir denn da? Wir haben eine leere Kokosnussschale. Warte mal, wir haben dafür noch ein... wo waren das mit der Flüssigkeit? Met, Regenwasser, Kaffee. Schlaflosigkeit, Gefühl der Klarheit, Stimmen im Kopf. Regenwasser. Ich habe keine Ahnung. Hat jemand noch einen Tipp? Ich habe keine Ahnung. Ach, kannst du nachgucken. Ist ein gutes Spiel, also mir gefällt es sehr gut. Ist ein sehr gutes Spiel. Wirklich viele, viele Anspielungen. Aber was machen wir denn hier? Hm.